Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Rubrik Kursleitfaden vom Anfänger zum Profi. Heute geht's um den Bereich Ärmel. Genau, Ärmel zaubern in Oberteil, und da haben wir natürlich einiges hier zu bieten. Sei dein eigener Modedesigner, mach deine eigenen Schnittmuster, Maßanfertigung und so weiter. Das lernt ihr alles hier auf Kaizo Online-Kurse. Und wir sind hier auf der Startseite, und ich möchte euch einmal ein paar verschiedene Sachen von uns vorstellen zum ganzen Bereich Ärmel für Oberteile. Ihr wisst ja bestimmt, mittlerweile bei uns gibt es immer die ganzen Grundkurse. Zum Beispiel wäre es im Oberteilbereich der Grundkurs. Ich gehe mal hier in die Rubrik Oberteile rein. Da wäre es bei uns der Grundkurs Tank Top. Den findet ihr da. Grundkurs Schnitterstellung Oberteil Tanktop. Da geht es erstmal wirklich nur darum, sich einen Oberteil-Grundschnitt zu machen ohne Ärmel. Mit oder ohne Brustabnäher. Da sind jetzt auch die neuesten Teile von den letzten Live-Videos, die letzten Live-Workshops von den VIPs sind hier mit drin. Und da könnt ihr auf jeden Fall lernen, wie ihr euch euer Oberteil maßanfertigt, allerdings ohne Ärmel. Das machen wir ganz oft so, dass alle unsere Kurse sind so aufgebaut, dass es erstmal grundsätzlich um die Grundschnitterstellung geht. Ohne irgendwelche Details, und dann gibt es dann immer Aufbaukurse für den Grund. Kurs Schnitterstellung für Oberteile ist das hier der erste Teil, und alles andere ist dann Aufbaukurs. Aufbaukurs Ärmel, Aufbaukurs Ausschnitte, Aufbaukurs zur Jacke und alles Mögliche. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Falten und Drapieren. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aufbaukurse dann. Und wenn ihr euch dafür interessiert, guckt einfach mal hier rein. Oberteile, alles was Grundkurs heißt, ist der erste Kurs für eine Kursserie, und alles, was Aufbaukurs ist, hier ist Aufbaukurs BH. Überall, wo ihr Aufbaukurs seht, Aufbaukurs Oberteil, Ausschnitte für Oberteil, Aufbaukurs Oberteil. Ihr wisst dann immer, aha, es ist der Grundkurs Oberteil, dann gibt es den Aufbaukurs Oberteil, und hier geht es um Ärmel, hier geht es um Ausschnitte, hier geht es um den klassischen Ärmel-Live-Intensivkurs, hier geht es um Aufbaukurs Abnäher und Etui-Schnitte. Hier geht es um Kapuzen für Oberteile. Hier geht es um Tunika aus dem Grundkurs. Hier geht es für Curvy und normale Männerschnitte. Und hier geht es um Teilungsnähte, also wie man hier so zum Beispiel ein Color Blocking reinmacht oder verschiedene Schnittelemente einsetzt. Hier gibt es Designkurs, Hundikleid. Also ihr seht immer Designkurse. In den Designkursen von uns, da geht es immer nicht wirklich um die Grundschnitterstellung. Da ist immer schon Voraussetzung, dass ihr die Elemente könnt. Hier zum Beispiel im Designkurs seht ihr schon, es ist ein Tunika-Kleid mit Ärmel und Kapuze. Da zeige ich euch dann wirklich nur die Designelemente, wie man was zusammensetzt, wie man hier noch so einen Puffärmel dran macht und so, nicht Puffärmel, sondern unten so ein Bischofsärmel dran macht und so weiter und so fort. Das sind dann Designkurse, da geht es wirklich so eher um die Zusammensetzung von den einzelnen Grund- und Aufbaukursen. Ja, das mal zum Thema, wie das alles so aufeinander aufgebaut ist. Das ist jetzt natürlich für euch als jemand, der vielleicht das erste Mal auf die Seite kommt, ein bisschen, was nehme ich denn jetzt als erstes? Also als erstes immer Grundkurse, dann Aufbaukurse und später dann die Designkurse. Jetzt geht es erstmal um den Bereich Ärmel, und um jetzt nicht hier alle Sachen hier durchsuchen zu müssen, wo kann ich denn irgendwie was finden zum Thema Ärmel, könnt ihr hier oben einfach einmal Ärmel eingeben. Und dann wird euch eigentlich direkt angezeigt alle Kurse und alle Inhalte, die wir zum Thema Ärmel auf unserer Seite haben. Das sind nicht unbedingt immer nur Ärmelkurse. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Sachen, wo wir Teilelemente drin haben, wo es aber auch um Ärmel geht. Ansicht 21 mehr. Ich lasse uns die mal hier alle anzeigen. Hier ist natürlich klassischer Ärmel, Fledermausärmelkleid. Das ist ja ein ganz anderer Zuschnitt, das ist ja kein angesetzter Ärmel hier, das zeige ich euch aber auch gleich, aber es ist ja auch eine spezielle Ärmelart, damit halt dieser Fledermausärmel-Look entsteht. Für den Kreismantel gibt es Aufbaukurs, Ärmel und Kapuze, dann gibt es unseren normalen Aufbaukurs für Oberteile, Ärmel für Oberteile, da sind auch die neuesten Kursteile mit drin von unseren Live-Workshops. Ja, hier ging es bestimmt auch irgendwie mit irgendwas um Ärmel im Souvent 23.
Designkurs Männerhoodie, da war auch bestimmt irgendwas mit Ärmeln drin. Das sind jetzt keine richtigen Aufbaukurse. Easy Cozy ist ja auch ein Easy Peasy mit angesetzten Ärmeln. Komplettkurse, da könnt ihr immer mal reingucken. Ich glaube, ich habe einen hier auch Komplettkurs Oberteile mit aufgerufen. Da sind ganz viele Kurse zum Oberteil in einem Kursbündel erhältlich. Da kriegt ihr dann immer 20% Rabatt auf diesen ganzen Bund an Kursen und könnt euch dann da wirklich ausleben in allen möglichen Bereichen. Aufbaukurs Blusen für Oberteile, da gibt es bestimmt auch einen Bereich für Ärmel. Designkurs Easy Peasy, ganz viele verschiedene Ärmelvarianten sind hier tatsächlich drin. Long Breast, da haben wir auch nochmal einen ganz speziellen Ärmel gemacht. Wasserfall-Hoodie, da wird der Ärmel auch noch speziell. Also es sind auch einfach hier, wenn ihr danach sucht, Suchfunktion Ärmel, habt ihr hier auch viele Sachen mit drin, die nicht unbedingt nur ein Ärmelworkshop sind, sondern wo auch Sachen beigebracht werden mit verschiedenen Ärmellösungen. So, wir konzentrieren uns jetzt aber auf die Kurse, von denen ich jetzt sagen würde, okay, da ist wirklich etwas, was ihr wirklich zum Thema Ärmel lernen könnt. Wenn ihr einfach nur draufklickt, werdet ihr von dieser Seite gewechselt in diesen Kurs. Ich würde euch deswegen raten, immer hier einmal Rechtsklick zu machen und Link in neuem Tab öffnen. Dann öffnet sich hier nämlich einfach ein neues Fenster und ihr braucht nicht immer hin und her springen und könnt euch die einfach alle einmal aufmachen, alle, die es dazu gibt, und könnt mal reinschauen. Wir fangen mal hier an mit dem ersten Kurs, den ich euch empfehlen würde für den Bereich Ärmel, und zwar ist das Aufbaukurs Oberteil Ärmel für Oberteile. Und da gucken wir mal eben, was es da gibt. Also da gibt es vom Raglan-Ärmel zum angesetzten Ärmel mit verschiedenen Stoffen, zu Trompetenärmeln, zu kurzen Ärmeln, zu Puffärmelchen, also so gerafften Ärmeln oben an der Schulter. Den haben wir mittlerweile auch da drin, dass ihr mal einen langen Ärmel einfach irgendwie so einen klassisch zugeschnittenen auch mit da drin habt, dass ihr den einfach da mal runterladen und ausprobieren könnt. Also es gibt wirklich, wirklich viele, viele Ärmelvarianten, die wir hier in diesem Kurs euch zeigen. Und ich zeige euch natürlich, wie ihr den am besten an eure Oberteile bekommt. Denn ihr habt ja mit dem Grundkurs jetzt euer perfekt sitzenden Grundschnitt ohne Ärmel. Und jetzt müsst ihr da natürlich jetzt irgendwie Ärmel für entwerfen, ne? Und ja, darum geht es in diesem Kurs. Es gibt den ganz normal klassisch angeschnittenen Ärmel, der ja hier so rund geschnitten ist, und dann gibt es ja die gespiegelte Variante. Also dann schneidet man nicht einfach nur hier so rund zu, sondern hat das Ganze so eine kleine Kurve. Ich zeige das mal hier am Schnittmuster. Dieses hier, also es ist nicht einfach nur der angesetzte Ärmel, der hier rund ist, sondern wirklich auch dieses mit der gespiegelten Kurve hier. Das bringe ich euch in diesem Kurs bei und wie ihr das dann auch wieder richtig an euren Grundschnitt anpasst. Und ja, da haben wir wirklich auch schon viele coole Ergebnisse gesehen. Wir sind da natürlich hier in diesem klassischen System dabei und bringen die Grundelemente dabei, aber auch schon wirklich ausführlich und sehr, sehr intensiv. Und das ist auf jeden Fall ein Kurs, den ich euch empfehlen würde, wenn ihr euch dafür interessiert, eure Ärmel selber zu konstruieren. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Live-Workshop gehabt. Und zwar ist das der klassische Ärmel. Der klassische Ärmel, wie er am optimalsten sitzen sollte. Hier oben ist er ja immer so ein kleines bisschen, hat er so ein kleines bisschen Ease oder Mehrweite, damit er so ein bisschen eleganter sitzt. Der klassische Ärmel ist ja nicht wie so ein T-Shirt-Ärmel hier so im rechten Winkel angesetzt. Der hat hier möglichst wenig Stoff, der sich hier so in Falten legen könnte. Und um diese Ärmelvariante geht es hier in diesem Kurs. Das bringe ich euch auch wirklich anhand von ganz vielen verschiedenen Methoden in diesem Kurs bei. Da klassischen Ärmel selbst erstellen und deinen eigenen Maßen in Länge und Weite anpassen, Armausschnitt ermitteln, mit Ärmel kombinieren, Anpassung in Jersey, Schnittmuster für klassische Ärmel auf deine Maße anpassen, Armkurve, was bewirken, welche Veränderungen, Armausschnitt im Schnittmuster auf deine Maße anpassen. Also das ist wirklich nochmal ein bisschen anders und ich habe das auch hier nochmal auf eine andere Art und Weise beigebracht für euch und habe euch den Ärmel einfach mal zugeschnitten, habe den in das Oberteil reingesteckt, habe euch verschiedene Methoden gezeigt, wie man das hier ausmessen kann, wie man hier den ganzen Arm ausmessen kann, wie man die Schulterhöhe ausmessen kann, wie man sich die Punkte hier macht und so weiter und so fort. Also da sind wirklich ganz, ganz viele Infos in diesem Kurs. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und das ist bestimmt für viele interessant, die sich nicht nur mit einem Ärmel, wie mache ich jetzt den Ärmel grundsätzlich, sondern auch wirklich so in einer ganz, ganz gezielten Anpassung auch wirklich eher für diese klassischere Variante interessieren. Das wäre dann euer Kurs to go.
Dann gibt es hier den Komplettkurs Oberteile Masterclass. Da sind alle möglichen Schnitterstellungssachen drin, von Kleid über Ärmel, Jacke, Mantel, Tunika, Shirtkleid, alles mögliche Designkurse und so. Ihr könnt hier unten drunter auch nochmal gucken, was da alles drin ist. Da sind diese ganzen Kurse drin, die Originalpreise stehen daneben und ja, da bekommt ihr ja sowieso 20% Rabatt. Wenn ihr euch noch im Newsletter angemeldet habt, dürft ihr natürlich auch dafür eure 20% nochmal benutzen. Und ja, da kann man sich natürlich total ausleben und da sind auch die verschiedenen Ärmel auch noch mit dabei, dass ihr da wirklich eure komplette Garderobe mit selbst entwerfen könnt. Dann haben wir hier einmal die Ärmel und Kapuze für den Kreismantel. Kreismantel nicht Nähkurs, das war so einer der ersten Kurse, die ich gemacht habe. Und ja, das ist auch wirklich eingeschlagen wie die Bombe. Das war sehr, sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Kurs. Aber da wurde dann immer mal gefragt, kann man da nicht noch irgendwie Ärmel dran machen? Und ja, wie ihr seht, habe ich hier an diesem Kreismantel Ärmel entworfen und zeige euch in diesem Kurs, wie das funktioniert. Das ist ja nochmal so ein bisschen spezieller, weil wir nicht so wirklich Vorder- und Rückenteil haben, sondern dieser Kreismantel ist ja wirklich aus einem Kreis zugeschnitten mit zwei Löchern am Rücken und da ist es nochmal so ein bisschen anders, die Ärmel da einzupassen. Ja, das lernt ihr in diesem Kurs. Easy Peasy Design Kurs. Da sind ja keine angeschnittenen Ärmel in Easy Peasy, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Da wird der Ärmel immer hier tatsächlich am Oberteil dran gelassen, aber in diesem Easy Peasy Design Kurs könnt ihr tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Ärmelvarianten sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir einzelne Bilder drin haben. Das ist Sandra. Das war sehr lustig, unser Live dazu. Haben wir uns schön unterschiedlich verkleidet. Aber ihr seht ja hier schon, also es gibt wirklich so viele unterschiedliche Ärmelvarianten. Wir haben sogar ein Raglan-Shirt daraus gemacht mit Spitzeneinsatz. Easy Peasy Dörte-Kleid ist dabei. Wir haben Shirts gemacht, Oversize-Sweatshirts mit angesetztem Ärmel. Hier, der Mantel ist hier drin. Da sind natürlich auch Ärmel mit dran. Da habe ich unten noch so eine breite Borte dran gemacht. Hier eine Hemdbluse habe ich genäht. Hier ist ja natürlich auch ein ganz anderer Ärmel dran. Da habe ich so eine Art Fledermaus-Ärmel-Shirt gemacht, aber eher aus dem Easy Peasy entwickelt. Verschiedene Kleider, verschiedene Varianten und natürlich dann auch immer angesetzte Ärmel. Also nicht extra angesetzte, sondern durchgeschnittene Ärmel. Hier ist so eine ja, asymmetrisch geschnittenes Oberteil mit nur einer Seite Ärmel dran, so ein bisschen Trompetenärmel. Auch sehr cool geworden. Also, ach, da war ich noch schwanger. Hier oben mit durchlaufendem Ärmelanschnitt, also hier ist nur das Unterteil und der Ärmel ist in einem Stück so durchgeschnitten. Also ganz, ganz viele, eine Jacke, ganz, ganz viele verschiedene Ärmelvarianten, obwohl es keine angesetzten Ärmel sind, sondern immer Ärmel, die ans Kleidungsstück direkt mit dran geschnitten sind, könnt ihr hier in diesem Designkurs Easy Peasy finden. Und das ist auch, wenn es kein richtig klassischer Ärmel ist, so wie zum Beispiel hier, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das ist ein toller Kurs für euch, um einfach erstmal so ein bisschen sich mit Ärmeln zurechtzufinden und sich da wirklich auszutoben mit den ganzen unterschiedlichen Designs. Da kann man so viele coole Sachen mitzaubern. Ja, unsere Designwoche, das war so lustig mit Sandra, das war wirklich sehr, sehr cool. Ja, also das ist wirklich ein Kurs, den ich euch sehr ans Herz legen würde. Da könnt ihr so viel mitmachen. Holt euch den kostenlosen Kurs Easy Peasy vorher und dann haut rein mit dem Designkurs Easy Peasy. Es ist einfach wirklich Wahnsinn, was damit alles geht. Dann gibt es hier noch einen Kurs, der ist nochmal so ein bisschen anders, Fledermausärmelkleid. Der wird mit so einer ganz speziellen Zusammenlegetechnik gemacht, damit dieser Fledermauspart hier auch schön fällt. Und zwar ist das im Bias geschnitten, also in schrägen Fadenlauf wird der Stoff hier zugeschnitten, sodass dieses ganze Fledermausärmelkonstrukt, sage ich mal, dieses ganze Design hier, dieses schöne Voluminöse, wirklich auch toll an eurem Körper runterfällt. Und ja, der ist auch total heiß geliebt worden, als der rausgekommen ist, wurde der tausendfach nachgearbeitet. Das war wirklich, wirklich toll. Und ja, dadurch, dass der so besonders zugeschnitten ist, ergibt sich da halt einfach auch nochmal ein toller Stoff, weil man auch so viele tolle Sachen draus zaubern. Ja, aus unterschiedlichen Stoffen. Und das ist auch wirklich ein cooler Kurs. Kein klassischer Ärmel in dem Sinne,
sondern eher ein Kurs, wo der Ärmel halt auch mit angeschnitten ist. Aber das ist halt eine besondere Variante von Ärmel. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das hier auch auf jeden Fall nochmal. Ja, das sind so im Groben die Ärmel, die wir hier so haben. Ich würde jetzt gleich im nächsten Video einmal für euch diese beiden Kurse anschauen und da einmal reingehen und euch wirklich nochmal zeigen, was euch in den Kursen erwartet. Wir schauen uns einmal den Aufbaukurs Oberteil Ärmel für Oberteil an und danach klassischer Ärmel. Live-Intensivkurs, was wirklich da die Inhalte sind und was ihr da lernen könnt. Also, bis gleich im nächsten Video.